Hallo und herzlich willkommen zu Der Graf hat den allergeilsten Bart auf der gesamten Welt. Er ist magisch. Er kann alles, was er will und noch mehr. Wisst ihr, warum es nachts über dunkel wird? Weil der Bart ist so wild. Genau so, nicht anders. So, der liebe Jan ist wieder da. Und ich sehe gerade, das Äffchen hat uns hier was hingelegt, nämlich einen kleinen Blätterhaufen. Nur, dass da halt was drinne ist, ne? Also, genau, stopfst in die Unterhose, ist auch gut. In Jans Unterhose ist noch nicht so viel drinne. Der bringt uns halt nützlichere Sachen als Jan. Ne, da tut mir schon fast ein bisschen leid. So, ich wechsle jetzt mal wieder auf mich selber. Ich verstehe immer noch nicht, was mit Jans Haaren geht, ne? Und ich weiß auch nicht, warum das Essen gerade geweint. Wo gehst du denn jetzt hin? Ach so, mein Controller hängt. Warum hängst du? Das hasse ich am PlayStation-Controller, ne? Guck mal, ich kann ihn hier einhaken. Kann ich ihn einhaken? So, dass der automatisch weiterläuft? Ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit. Da kann ich ja ein bisschen rumalbern. Ne, jetzt geht's nicht. Natürlich nicht, weil ich es jetzt zeigen will. Das heißt, er ist gerade gelaufen, obwohl ich den Controller nicht in der Hand habe. So, gucken wir mal. Wunderbar, was ist denn jetzt hier drin? Steht da ein Zettel drin, da steht eine... es war sie existierend. Ich wollte gerade sagen, eine Urkunde, dass ich das jetzt öffentlich anerkannt habe, dass ich den tollsten Bart der Welt habe und dass der magisch ist. Es ist wahr! Der magische Bart existiert! Spiel hat recht. Ja, passt lieber auf. Ich kann damit Berge bewegen. So, wegräumen. In die Unterhose. Zack! Ich mache das übrigens auch im echten Leben. So wie der sich alles in die Unterhose packt, packe ich mir alles in den Bart. In so funktioniert. Was meinst du? Warum dachte ich, jetzt schreit jemand? Oh! Baby, it's a triple! Weil du behämmert bist, Nico. Das ist dann auch schon wieder alles. Junge, dieses dämliche Geräusch, ne? Blum, blum. Wunderbar. Muss das Geräusch sein? Ich meine, ich checke es, wenn ich vorspule. Dafür drücke ich den Vorspulknopf, ne? Ich guck mal hier hinten. Hier gibt es nämlich, glaube ich, wieder ein paar Ananas, die ich mitnehmen kann. Obwohl das eigentlich jemand anders machen sollte. Können wir den Jan schnell mit rüberholen? Ne, Jan ist am Flirten. Was? Jan ist am Flirten? Uga Buga! Geh weg! Wir suchen dir auch noch ein Pipeline. Und zur Not, hier gibt es ja so ein paar Äffchen, ne? Oh, verdammt normal. Ich habe völlig vergessen, einer von euch hat einen Namen vorgeschlagen. Für den Affen. Hab jetzt aber nicht mehr ganz im Kopf, zumindest nicht den Vornamen. Auf jeden Fall, und war irgendwie was mit Paul der Fetischkönig oder sowas. Ich glaube nur nicht, dass das passt. So wie er hier, nee, ich glaube nicht, dass das passt. Deswegen werden wir den Namen wahrscheinlich... Junge, verdammt normal! Nimm die scheiß Ananas! Nee, ich weiß nicht. Wie ich dran komme, Nico, da brauchst du jetzt auch gar nicht so viel rumschreien. Da brauchst du gar nicht. Oh, ein unbekannter Busch. Ich sollte vorsichtig sein, der könnte vielleicht giftig sein. Hier nehme ich mir mal so eine Paprika, die jetzt aussieht wie eine Weinrebe. Lecker. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Bäh. Oh, nee, doch. Sojabohnen. Bäh. Ja, dann rast du erst recht aus. Oh, da kommt noch viel mehr mit. Da kommt noch viel mehr, da kommt noch das Zöpfchen von heute Morgen mit. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Aber ist alles gut. Heute ist übrigens Dienstag. Die werten Herren Eltern sind schon wieder aus dem Urlaub wieder da. Das heißt, ursprünglich hätte ich das hier schon viel früher und in Ruhe aufgenommen. Aber das geht nun mal nicht, wenn man... So, die letzte Woche vom Umziehen sind sie... Ist zumindest die Mutter dauerhaft, aber ist auch irgendwo schön, ne? Sieht man dann ja auch nicht mehr so ganz oft. Zumindest nicht mehr dauerhaft halt. Das ist halt so der Sinn von nicht mehr zusammenwohnen dann, ne? Junge, ich bin kein Ficker! Hör auf hier! Nein! Nein, ich bin kein Ficker! Geh weg! Nö! Das Radio nennt mich ein Ficker! Junge, warum sieht das hier aus wie... Muss ich ganz Bananenschalen die fressen, damit sie besser wird von der Umgebung her? Dann machen wir das doch mal. Hm, lecker. Mag hier mal jemand reparieren? Guck mal hier, du bist doch sowieso magisch. Nee, du bist gerade am Essen. Du frisst gerade Maggi. Oh, sehr gut, Jan, sehr gut. Der Jan hat Ahnung. Cool, er hat ein bisschen was mitgebracht, ne? Was zur Hölle ist eine Persimone? Ich weiß es immer noch nicht. Kannst du die Wand hier reparieren? Nein, nein, okay, wir ziehen sowieso bald um. Das ist völlig egal. So, stopfst du einfach mal die Banane rein. Hat das was geholfen? Nee, sieht noch schlimmer aus. Na, du Kleiner mit deiner Banane. Du bist einfach nur ein Schimpanse. Okay, ich dachte, soll ich ihm die Banane wegnehmen oder irgendwie sowas? Brauchen wir eigentlich irgendwie was? Ich meine, die Musik ist gerade voll gechillt, aber ich muss die mal wieder überspringen. Sonst auch mal, weil ich an die Werkbank dran muss. Warum kann ich das... Weil irgendeiner von euch muss jetzt hier reparieren. Schmeißt du das schon wieder ins Lagerfeuer? Ja, wunderbar. Du hast gerade Zeit. Jetzt aber schnell. Elna wäre sowieso magisch. Die muss immer mit dem Finger schnipsen, schon das ganze Haus wieder repariert. Nein. Nein. Oh. Obwohl... Das kann ich ja gerade machen. Ich möchte den Affen auch mal was abnehmen.
Wo ist der Affe? Wo ist der Affe? Ich komme mit diesem Auswahlsystem gerade nicht so ganz klar, ne? Hier, von Schimpansen bekommen. Hat der Schimpansen einen Namen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Und Elena Bär schnipst mit ihrem Finger und repariert ein Haus. Das ist schön. Nimm dem Affen das Ding ab! So, wunderbar. Jan rennt durch mich durch. Junge, was zur Hölle ist mit der Umgebung los? Zwei Süßkartoffeln. Oh, ihr seid so süß. Ihr seid ja voll dabei. Ihr versorgt mich hier besser als die ganzen anderen Campmitglieder. Aber es ist gut. Ich liebe es ja. Schlaue Computer, ne? Ist genauso wie in Hearts of Iron 4. Hallo, jetzt gern die Werkbank. Ein supergeiles Spiel, aber der Computer ist viel zu einfach. Ich bin in dem Spiel noch nicht einmal in die Nähe des Punktes gekommen, wo ich eventuell hätte verlieren können. Deswegen, ja. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu gut. Das kann natürlich auch ein Ding sein. Wenn man mal auf meinen Steam-Account geht und sieht, wie viele Stunden ich in den vorherigen Teil investiert habe. Waren so 2. Aber auch nicht mehr. 2 Stück. So ungefähr. Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich mache mir gerade mal 5 Seile, wenn das nicht zu lange dauert. Da würde ich, ich glaube, es dauert ziemlich lange, aber ist völlig egal. So, wir brauchen nämlich ein paar davon. Und die Musik ist viel zu laut! Hier in der verdammten Ecke! Was, sie repariert immer noch. Ich wollte gerade sagen, mit den Fingerschnipsen war wohl nichts. Nehme ich sofort zurück. Guck dir das an. Hat nichts gebracht. Das sieht immer noch genauso aus. Hallo, Freunde, hinter der Wand steht, den ich eigentlich gar nicht sehen dürfte. Wunderbar. Aber guck mal, die Beziehungen hier! Ja, weißt du, Jan quasi den ganzen Tag mit den Affen verdammt normal und trotzdem haben wir bessere Beziehungen zu denen. Das macht nicht viel Sinn. Ja, danke. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, trete ich herein oder was? Jan, was soll das? Hier liegt halt auch überall Essen rum. Hallo, Nico. Würdest du bitte hier, guck mal hier, Essen. Nein, nicht hier Skulptur. Aufräumen. Danke sehr. Wäre halt sehr schön, wenn du das tun. Hat Jan nicht gerade die ganze Zeit mit Elena Berge gequasselt? Wir haben eine Beziehung von 2. Und Jan ist doch ein bisschen besser mit den Affen. Aber dafür haben wir noch ein paar Affen-Bros, ne? Und der weiß natürlich auch nichts von Mortimer auf der anderen Insel. Von dem Mortimer. Der sitzt auf der anderen Insel und scheißt sich ein. Denn er scheißt auf die linke und auf die rechte Seite. Okay, alles gut. Er kackt einfach alles voll, ja? Selbst die Palme von oben. Wie auch immer das geht. Das ist, glaube ich, beim dritten. Wir hatten am Anfang 55, daran kann ich mir merken. So, nochmal schön ins Menü. Wenigstens resettet die Musik nicht die ganze Zeit. Das finde ich ganz angenehm. Auch wenn die Musik viel zu laut ist. So, dann machen wir den vierten. Für die Brücke, ne? Da habe ich sowas von keinem. Oh, du hast wieder was für mich. Hast du zufällig eine Brücke für mich in der Tasche? Das wäre sehr schön. Ich glaube, einfach die Schimpanse hat dir eine Brücke mitgebracht. Oh, die stopfe ich mir in die Unterhose. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, irgendjemand macht hier ein Best of der Graf labert Müll. Das ist ja hier Reichshöhepunkte, ne? Das muss ja manche sagen. Ja, wunderbar. Hier, Bananenblatt und Kletterpflanze. Und sogar genau das, was ich gerade verbrauche. Aber du bist mein bester Freund. Wer bist denn du? Der Franz ist das. Der Kaiser. Nein, nicht ganz. Der Kaiser Franz. Ja, genau. Franz schlagt mich tot. Ich habe keine Ahnung. So, wunderbar. Wir machen einfach noch so ein Ding. Dann machen wir eine Muschelhake. Was auch immer die bringt. Vielleicht können wir dann mal wieder Muscheln von den Steinen holen, was wir vorher auch ohne Muschelhake konnten. Nee, jetzt wissen wir ja, wie eine Muschelhake geht. Wissen noch nicht mal, wofür die ist. Aber man könnte denken, dass es dafür ist, um Muscheln vom Stein zu holen. Und die Musik ist immer noch zu laut. Mein Trommelfell explodiert. Und das Haus ist immer noch nicht repariert. Junge, das hat sich gereimt. Verdammt nochmal, Applaus bitte, Applaus. Warum fresst ihr nonstop? Muss den Scheiß selber reparieren. Könnt ihr bitte auch mal was machen? Warum gibt's hier keinen verdammten Splitscreen, Alter? Ich krieg die Krätze. Wäre so schön, ne? Einfach einen zweiten mit dabei zu haben, der was Vernünftiges macht. Ich kann immer noch nicht hier dran. Ich kann immer... Was bringt mir die Muschelhake? Ist mir die in den Arsch stecken? wahrscheinlich. Also laut Anatomie müsste das eigentlich gehen. Ich würde es dennoch nicht ausprobieren. Jetzt gehen wir mal hier in die Affenmusik rein. Wunderbar, haben wir die hier irgendwie? Speer mit Obsidianspitze? Nein, Bambusspeer? Nö. Nirgends. Das ist wunderbar. Vielleicht mache ich einfach nochmal meine Hose hier wieder normal. Frisur. Mehr kann ich nicht. Okay, dann die Frisur halt. So, stopp's hier wieder in die Tasche, in die Arschtasche. Jetzt gehen wir mal schlafen. Wetten, da liegt schon jemand im Bett. Die machen gerade sowieso nur das, was sie machen sollen. Hoffentlich ist jetzt irgendeiner von euch ausgepennt. Jan? Nein, mein Bett. Du weißt ganz genau, welches dein Bett ist. Apropos, wir haben immer noch nur... wir haben immer noch ein Bett zu wenig. Kann ich bitte das Bett hier an... Hallo, ich stehe direkt vor dem Bett.
Hier, Elena Berg, steh ich hinter dir. Das Dach, das ist über dir. Dann wird er doch garantiert mit dem Dach interagieren. So, Jan, verdammt nochmal jetzt, ne? Du gehst erstmal duschen. Arme Elena Berg, rückst du hier so auf die Pelle. Und dann stinkst du ja auch noch. Warum kann ich an diese... Weiß irgendeiner, warum ich hier nicht mehr dran kann? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will meine Muscheln! Ich raste hier aus! So, Jan repariert das mal ein bisschen. Und Jan sorgt jetzt ja immer für Schönheit. Und ihr habt keine Ahnung, was hier mit dem Haus tatsächlich passiert. Warum das so am Arsch ist. So, wunderbar. Du bist einfach mal hier. Und jetzt regnet es natürlich. Das heißt, im Prinzip brauche ich es gar nicht. Reparieren wir gleich sowieso komplett am Arsch. Elena Bär muss duschen. Der Computer ist zu doof, einfach ins Wasser zu gehen. Nee, ich brauche eine Dusche. Wir sind hier im Urwald, im Dschungel, irgendwo auf einer gestrandeten Insel. Hier gibt es keine verdammte Dusche. Nee, ich brauche aber eine Dusche. Du bist Elena Bär. Du kannst auch mit dem Finger schnippen, dann bist du wieder sauber. Ja? Du kannst alles. Du kannst auch mit dem Finger schnippen, plötzlich hast du Doppel-Ds. Die Feministinnen springen mir jetzt an den Hals. Das ist das Einzige, was wollen. Wollen? Nein, das habe ich auch nie behauptet. Oder habe ich das jemals behauptet? Nee, doch, Nico. Hier, 1975 hast du das behauptet. Habe ich ja nicht mehr gelebt. Okay, wunderbar. Jan repariert jetzt schön. Warum musst du denn immer an die Seite gehen, wo du nicht reparieren kannst, um zu sagen, nee, hier kann ich nicht reparieren, aber auf der anderen Seite. Geh da einfach direkt auf. Du gehst schon wieder da rein. Ja, von drin kommst du nicht an die Wände, du Birne. Jan! Verdammt nochmal! Keine Proteinshakes mehr für dich, das bekommt ihr nicht gut. Oder vielleicht mehr, denn im Normalfall ist er ja eine ziemliche Kante. Und hier im Spiel ist nicht so ganz. Nur das ganze Haus zerfällt. Ich sehe davon nichts. Das Spiel hat zensiert. Reparier schneller! Nee, der ist ja ein Bett. Oh, das ist ja was ganz Neues, Junge. Das ist ja was ganz Neues. Kann ich Elena Bär auch noch mit. Die ist immer noch am Fressen! Ich meine, tut mir leid, Elena Bär darf machen, was sie will, aber wie schafft die das denn nonstop zu fressen? Ich habe nichts gesehen. Junge, ist das der Fluch der Insel? Die Teile bewegen sich, Mann! Warum habe ich jetzt erwartet, dass gerade Musik aus GTA Vice City angeht? Hier 80er-Jahres-Style. Warum geht mein Bedürfnis nur so langsam nach oben? So, wunderbar. Einfach mal hier so ein bisschen schwimmen, ne? Wunderschön ist das. Jan hat natürlich aufgehört zu reparieren. Hat er aufgehört zu reparieren? Bin mir gerade nicht so sicher. Er möchte umarmt werden. Wunderbar. Ich kann nur am Dach anfangen zu reparieren. Irgendwas ist gerade ganz komisch an dem Spiel. Und das Dach habe ich gerade eben schon repariert. Ja, ich erinnere mich daran. Nee, Jan repariert noch. Das ist gut. Das ist, glaube ich, hier gerade eine Sisyphus-Arbeit. Nonstop. Guck mal, Elena Bär ist schlau. Die einzige mit dem Hirn auf dieser Insel. Aber jetzt muss ich schlafen, wunderbar. Die Musik, ne? Nee, da ist ja eine Wand. Ja, natürlich ist da eine Wand, Jan. Was zur Hölle geht mit dir? Klauen, umarmen. Von Schimpansen was bekommen, umarmen. Wunderbar, du hast auch schöne Träume, ne? Junge, ja, da ist eine Wand. Ah! Krass, voll hier aus. Ja, jetzt müssen natürlich alle schlafen. Perfekt. Timing und so weiter. Ist ja großartig. Hier, kriegst du ein bisschen Erholungsschlaf. Ist das wie bei diesem 2? Ja, es ist wie bei diesem 2, oder? Es ist einfach vom Zeitmanagement viel schneller auf der Couch geht. Ich glaube, du schläfst bei diesem 2 eine Stunde auf der Couch, kriegst 75% regeneriert, halt nicht auf 100. Guck mal, wie schnell das geht! Von der Zeit jetzt her! Wir spulen auf zweifache Geschwindigkeit vor. Und wir brauchen kein Bett mehr. Wir brauchen nur eine Couch. Verdammt nochmal, lass diese verdammten dämlichen Gnome einfach in Ruhe. So, bitte, jetzt weiter reparieren. Und wir kümmern uns. Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube da nicht! Warum sieht es hier eigentlich immer noch so dreckig aus? Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen jetzt mal woanders hin. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist der Gartenzwerg. Ich dachte, was zur Hölle ist da angespielt? Was zur Hölle geht mit den Gartenzwergen? Oder wie ich es beim vorletzten Mal gesagt habe, was zum Hitler? Na, denn genau das ist das. Ja, was zum Hitler geht mit den Gartenzwergen? Ich habe keine Ahnung, werte Freunde. Ich habe keine Ahnung.
So, gucken wir doch jetzt mal. Irgendwohin müssen wir weiter. Wahrscheinlich erkunden wir das Tal. Ich wollte nicht verrecken. Ja? Bringt mir das eigentlich was, wenn ich unten durchs Tal durchgehe? Oder völlig, absolut gar nichts? Ich frage mich immer noch, warum wir noch keine neuen Werkzeuge haben. Weißt du, wir haben jetzt Obsidian. Wir haben uns nur ein Speer da draus gemacht. Nee, ein Messer funktioniert nicht. Das ist, haben wir, glaube ich, schon gehabt, oder? Obsidian-Messer? Keine Ahnung. Nee, Nico, das ist physikalisch nicht möglich. Denn wird das Universum explodieren hier. Und nee, das wäre nicht gut. Hm. Früchte, von denen ich noch nie was gehört habe. Wow, Alter. Der hat sich nur den Stiel einmal reingestopft und macht... schmeckt jetzt nicht so gut. Ach, Litschi, ist ja wunderbar. Junge, hier ist alles. Das ist hier die Oase. Und hier ist Mais. Können wir schön die Verdauung von kaputt machen. Was haben wir hier noch alles? Da vorne ist noch mehr von diesem Seesaal. Was braucht das nochmal? Ich glaube 10 Seile, oder? Viel zu viel. Blum, da war das Geräusch schon wieder. Ja, 10 Seile. Wisst ihr, wie lange ich brauche, um die allein zu craften? Das Craften ist hier so dumm gemacht, ne? Ich möchte jetzt einen machen, dann möchte ich nochmal einen machen, und dann möchte ich nochmal einen machen, und dann möchte ich nochmal einen machen. Sind da Pilze am Baum? Irgendwie fies denn da drauf? So, eine ganze Menge hier. So, ich brauche 50 Stück. Ein bisschen mehr wird, glaube ich, auch nicht schaden. Im Prinzip ist es, ja, ich nehme die einfach noch mit, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite sind aber auch welche. Ich muss halt noch genügend Ausdauer zum Erkunden haben. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Denn heute erkunden wir ein bisschen. Unglaublich, da vorne liegt was auf dem Boden. Erstmal essen. Was kann ich hiermit machen? Kann ich identifizieren. Ich würde die Pilze vom Baum nicht essen. Das mache ich jetzt mal. Litschis vom Boden. Lecker. Ich lasse den Jan mal hier so ein bisschen weit erkunden. Ja, wird schon in genug Sachen reingebissen und hat sich dann herausgestellt, dass die Sachen giftig sind. Also, ich bin hier gerade übrigens fast die Klippe runtergelaufen. Kann ich hier einfach so runter? Hier kann ich runter. Du hast nicht genügend Energie, um dieses Portal zu benutzen. Was für ein Portal? Ist das da unten ein Portal? Sieht mir aus wie eine kleine Mini-Höhle. Ich kann gerade die Kamera nicht drehen. Das Spiel ist gerade kurz gefreest. Ja, dann penne ich halt hier so ein bisschen. Du hast nicht genügend Energie. Du bist nur fast komplett voll. Ja, dann pennen wir halt hier. Was soll denn das? So auf dem Boden schlafen. Ich sollte vielleicht die Hose vorher ausziehen, weil die wird er sich gleich kaputt machen. Aber ist egal. Wo rennst du denn jetzt hin? Na gut, an der Klippe hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gepennt. Unter dem Pilzbaum vielleicht auch nicht. Das ist nicht ein Pilzbaum, das ist ein Litschi-Baum. Junge, deine Matratze, die geht mittlerweile auch ein bisschen kaputt. War so klar, ne? Wer ist jetzt wieder hier? Wunderbar. Wer von euch Jungs ist denn jetzt schon wieder hier? Elena Bär. Okay, hallo. Wunderbar. So schön, dich hier zu sehen. Eigentlich nicht so ganz. Und jetzt kann ich nur auf zweifacher Geschwindigkeit vorspulen, was einfach doppelt so lange dauert. Nee, ich bin hier, um dem Graf zu sagen... Also nicht dem Gras. Ich habe Graf gesagt. Um dem Gras zu sagen, hallo Freund. Und um dir... Ich habe gerochen, dass irgendwo Litschis auf dem Boden lagen und sie keiner gegessen hat. Hallo Freund. Deswegen gehe ich jetzt mal zu dem Gras, begrüße das Gras. Hallo Gras, ich bin dein Freund. Gehe ich wieder weg und dann kommt der Jan auch und der sagt jetzt auch, hallo Gras. Könnt ihr euch nicht woanders unterhalten? Hey, ich glaube, ich bin hier im Irrenhaus, ne? Das ist eure kein Wunder, dass jemand um Bullshit hier mitbringt. Nee, ich bin wieder da von der Nahrungssuche. Eigentlich habe ich nur mit Elena Bär gequatscht und dennoch magst du mich immer noch nicht. Genau, rückwärts runter, das ist immer gut. Machst du einfach einen Purzelbaum da runter machen? Hui! Ja, und rutscht da ab und dann fliege ich wirklich durch das Portal, nämlich in die nächste Welt, in den Himmel. Meinst du, dafür gibt es ein Biom, wenn ich sterbe? Ein Himmelbiom? Ich zweifle es an. Und die Hölle wäre dann, dass jeder Affe durch Mortimer ersetzt wird. Das heißt, dass alles voller Kot ist. Nee, es gibt kein extra Biom. Wir sind einfach nur auf der anderen Seite. Lass mich raten, ich bin jetzt voll am Arsch. Nee, ich bin jetzt voll am Arsch. Das hat dich doch kaum was gekostet. Das hätte doch eben auch gereicht. Wo zur Hölle ist jetzt die andere Seite? Ist sie nicht da? Das sieht nicht wie die andere Seite aus. Warum ist der Canyon jetzt einfach auf die fünffache Größe angewachsen? Und wo ist der Weg? Das macht alles keinen Sinn. Weiß ich, hier sollte die Brücke rauskommen. Wie lange soll die Brücke denn werden? Brücke bauen? Nee, ich möchte keine Brücke bauen. Oh, verdammt normal. Irgendwie sieht es hier schön aus. Ist schön offen. Und da ist ein Huhn. Da ist ein Huhn! Ah! Full Charge! Junge, mach doch was mit dem Huhn. Es fliegt gleich weg. Du bist so ein Vogel, ne? Du bist so ein Vogel. Ja, nimm mal die Feder mit, Depp. Nee, ich bin ein Depp. Das ist das, was ich am besten kann. Ja, genau das bist du. Wunderschön, jetzt ist ein Äffchen hier. Soll ich mir mal hier so ein paar Kletterpflanzen mitnehmen? Nico hat ein paar Federn aufgehoben. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Für Federkleider?
Will ich ja nicht unbedingt machen. Jetzt haben wir übrigens zwei Wege, wo wir hin können. Hi. Ah, du bist der Franz. Hallo, Franz. Möchtest du das Kaisertum erben? Ja, ja. Musst du nicht gleich verprügeln hier. Das hat nichts gebracht. Sind wir noch auf 99, alles klar. Können wir jetzt hier nicht auch nach links? Genau, da können wir auch hin. Ist das nicht Treibsand und wir kommen da nicht drüber? Oder sonst irgendwie war da was? Das Huhn haut übrigens immer viel zu spät ab. Das könnte man so locker fangen. Du bist förmlich schon draufgetreten, dann haut es ab. Ja, hier, ich komme da nicht rüber. Warum komme ich da nicht rüber? Ist das tatsächlich Treibsand? Warum komme ich da... Welche Erklärung ist da, dass ich hier nicht rüberkomme? Kollege, da kannst du doch rüberspringen. Ach, guck mal, das bewegt sich auch an der Seite. Das macht komische Geräusche. Okay, reagieren, hallo. Junge. Das klingt ziemlich eklig. Reagierst du jetzt oder nicht? Bewegt sich das? Es soll, glaube ich, wirklich Treibsand sein. Können wir dann von der anderen Seite so eine Statue da umkicken oder sowas, um da rüber zu kommen? Okay, dann haben wir, ist die Entscheidung doch nicht so unser. Können wir da in der Ecke weiter? Hallo, Elena Bär! Aufgepasst! Ich habe einen neuen Song für dich geschrieben. Tutti Rudy! Nee, Tutti Frutti! Oh, Rudy! Ich weiß immer den Text! Lass mich dich lieb haben. Dann ziehe ich dir halt einen Witz. Weißt du, wer sexuell total verzweifelt ist? Ich, denn ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet. So witzig ist das nicht. So witzig ist das nicht. Und ich lach mich aus. Und stinken tue ich anscheinend auch noch. Okay, jetzt gehen wir aber mal. Der Oststrand. Wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, ich kann mich dran... Ist da nicht so ein kleines Tonloch oder so ein Stein... Steinloch irgendwie? Eine Steingrube? Es ist kein Loch, sondern einfach eine Grube. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier habe ich immer gebaut. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich nicht bauen, außer ich sage jetzt, oh, ist halt schön, wow. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe mir das Spiel nochmal für die PSP damals gekauft gehabt. Da hatte ich dann auch nochmal gebaut. Garantiert. Ja, hier ist dieses Steinloch, genau. Wow, neue Pläne, Dekoration und Musikinstrumente. Ich mache mir eine Steingitarre. Ja, alles klar. Wir haben die zweite Insel. Willst du mich verarschen hier? Ich sammle erstmal auf, was hier so am Strand ist. Flaschenpost! Und der Jan. Der ist da vorne. Ist das Jan? Ist Enrico da? Vielleicht ist er vorne Enrico. Enrico! Enrico! Bitte schicke so schnell wie möglich eine Flasche an deine Mutter. Sie spricht schon wieder mit den Pflanzen. Okay. Ist das da vorne Enrico? Sprichst du mit den Pflanzen? Wer zur Hölle bist du? Wer zur Hölle bist du? Wer zur Hölle bist du? Du bist nicht Jan. Junge, hat er eine Pilzkopffrisur? Ich geh mal nicht... Was zur Hölle hat er für eine Frisur? Was ist mit deinen Haaren los? Hier gibt's keine Steckdose. Junge, der frisst schon wie ein Schwein, ne? Es ist... Oh! Nein! Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nie gesehen. Schnell ins Meer! Er hat mich nicht gesehen. Junge... Das geht nicht klar, ne? Warum kann ich jetzt hier die Muscheln ernten? Benutzen wir jetzt unser Werkzeug dafür? Nee, wozu ist jetzt die Muschelhake? Ich verstehe nicht, wozu die Muschelhake ist. Moment, ist die... Ich verstehe, okay, das heißt die Muschel... Oh mein Gott, what the fuck, Alter? Hallo, ich habe plötzlich Haare! Überall! Ey, der Bär, geh nicht in Richtung Mortimer, bitte, ja? Ich muss gerade mal wieder meine Haare schneiden hier. Ist ja wunderbar. Ich muss gleich übrigens zurück. Ich habe vergessen, die Musikbox mitzunehmen. Nähzeug. So wunderbar. Schauen wir uns mal die Haare ab. Outfit reparieren. Beinbekleidung. Mach, wenn du willst. So, Frisur. Auf magische Art und Weise. Bing. Wunderbar. Wie cool wir jetzt aussehen. Was ist mit dem Bart? Den Bart kannst du im Prinzip lassen. So schlimm ist er nicht. Ich meine, der Bart ist magisch. Der Bart ist toll. Bart ist toll. Wie macht man jetzt eigentlich... Ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich habe das auch noch nie gemacht. Wie baut man sich hier einen Garten an? Denn das dafür ist, glaube ich, die Hacke da. Das ist, glaube ich, wirklich dafür und nicht, um Muscheln von einem Stein abzugraben. Ich meine, es hätte möglich sein können. Einsame Insel Schachclub. Ist ja auch immer mal was Wertvolles drin? Dann interessiert mich ein verdammter Schachclub! Hier kommen wir auf die nächste Insel. Ich sehe keine nächste Insel. Wo wollen wir auf die? Oh, da ist der Vulkan. Ich würde dich da vielleicht von abraten. In die Nähe des Vulkans zu gehen. Das macht es doch deutlich unsicherer. Noizine, der Vulkan ist ja so verlockend. Ja, habe ich mir gerade genau auch so gedacht. Genau, Wort für Wort.
Dorthin zu gelangen ist das neue Ziel deines Sims, denn er möchte unbedingt krepieren, wenn das Ding ausbricht. Vor allen Dingen, weil das Ding schon am Qualmen ist. Kleiner Identikator, ne? Neue Pläne, ein Kanu. Ja, ich wollte sehen, wie viel wir dafür brauchen. Nur, das Ding raucht schon. Warum sollte ich da rübergehen? Das Ding qualmt einfach schon. Oh, 10 Seile und 50 Holz. Ich glaube, ich werde bekloppt hier. Willst du mich denn verarschen? Wie soll ich denn hier sammeln? Willst du da bekloppt bei? Ich guck mal gerade wegen dem Stein. Hat die dem gerade an den Arsch gefasst? Ich will damit nichts zu tun haben. Bimstein ist das. Davon haben wir 16 Stück. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Ne, ich meine, gönn dir. Guck mal, Elena Bär ist auch gerade da. Du kannst gerade einfach mal nicht hier rausgehen. Kannst du hier mitmachen? Ja, die kann auch mitmachen. Ja, cool. Junge, effizient hier. Aufgepasst, jetzt geht's schnell. Oh mein Gott. Ja, und er hat schon wieder keinen Bock mehr. Nee, das war zu viel für mich. Ich weiß nicht, wie ich den Stein immer nehmen will. Kannst du mal aufhören, hier rumzutrommeln? Bist du denn behämmert? Und verdammt nochmal, das ist halt wirklich Mortimer. Ob ich den... Wie sieht der denn aus? Was ist mit deinem Bart passiert? Junge, dein Bart ist zu deinen Haaren geworden. Seht ihr das? Das geht über. Von vorne sieht es aus, als hätte er gar keine Haare. Ist Mortimer der Affe? Nee, ich begrüße ihn mal. Bitte umarme ihn nicht, bitte umarme ihn nicht. Nein, Junge, was hat er für einen Bauch? Der hat so einen Ring um seinen Bauch rum. Und sein Hintern gehört mit zum Ring. Ja, war schön, dich kennenzulernen, Mortimer. Ob der irgendwann mit in unsere Clique kommt, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja probieren, mich zu überreden. Aber ich hätte es fast lieber, wenn der einfach im Urwald wohnt und immer ab und zu mal vorbeikommt. Ich guck mal, was hier so geht. Ne? Oh, da sind noch Kletterpflanzen alles. Was geht? Sollen wir hier bauen? Es wird zwar mehr Sinn machen, am Wasser zu bauen, aber ich glaube, hier habe ich noch nie gebaut. Ist hier nicht einfach nur so ein kleines Dschungelstückchen? Ist da, ich glaube, da ist auch Wasser, oder? Bin mir gerade unsicher. Wäre halt gut, wenn da Wasser wäre, weil die ganzen anderen Leute sonst dauerhaft am Stinken sind und nicht wissen, was sie mit sich selber machen sollen. Nee, ich bin müde, nee. Irgendwie sieht das hier cool aus. Oh, das ist ein Abgestürzt. Das ist kein Wasser. Lol, das sah von Weitem aus wie Wasser. Der Flügel hier. Guck, das sah aus wie Wasser. Jetzt nicht mehr. Das könnte mir auslachen. Oh. Ihr habt eine Antenne gefunden. Ihr habt eine Antenne gefunden. Das ist die Frage, ob ich die wirklich zusammenbauen will. Ich glaube, da fehlt noch ein drittes Teil und dann können wir tatsächlich nach Hilfe funken. Aber ob ich das will? Dann endet das Spiel halt einfach. So zack, zu Ende. Ist hier Wasser? Können wir da reingehen? Oh, das sieht voll schön hier aus. Bin ich der Einzige, der findet, das hat hier voll schön... Können wir hier unendlich... Oh, das wäre so schön, wenn wir hier komplett rausschwimmen können, ne? Immer diese unsichtbaren Wände. Und wenn das da hinten einfach scheiße texturiert aussieht. Guck mal, allein das hier ist schon voll cool, dass wir so weit raus können. Lass... Ja, aber das können wir, ne? Meinst du, ich falle jetzt hier gleich die Welt runter oder sowas? Junge, warum finde ich jetzt die ganzen Bugs? Hallo, ich bin der Steinmensch. Nur da guckt einfach so ein Gesicht aus dem Stein raus. Alles klar. Siehst übrigens mega krass cool mit deiner Unterhose aus. So, das Ding hier mal stehen lassen. Wie lassen wir hier wirklich bauen? Das finde ich cool. Irgendwie finde ich das cool, weil das wirkt auch genauso, wie es wirken soll. Das heißt, das wirkt so, als wären wir halt am Strand und da vorne geht der richtig dichte Dschungel los. Das sieht halt auch wirklich so aus, ne? Und der Baum hier ist ein bisschen im Weg. Warum auch immer der hier am Strand wächst, halt das für höchst unwahrscheinlich, dass der direkt hier am Strand wächst. Aber ist egal. Deswegen bauen wir jetzt hier ein bisschen. Wir haben noch ganz 2 Minuten. Nee, wir können ein bisschen überziehen. Bis ich unten höre, dass da wieder jemand rumgeistert. Nee, hier wollte ich dann gar nicht hin. Vielleicht bewege ich mich auch vorher mal weg. Obwohl, ich glaube, ich stelle jetzt nicht wirklich im Weg, oder? Sollen wir ein neues, großes Haus? Ich glaube, so ein großes Haus brauchen wir gar nicht bauen, oder? Wenn dann so eine kleine Hütte für das kurze Hierbleiben. Wenn wir denn da was... Oh mein Gott, wir haben eine ganze Menge neue Sachen. Was ist denn eine L-förmige Hütte? Das, was ich mir darunter vorstelle, kostet ein bisschen viel, ne? Wie groß ist denn die? Inwiefern ist das L-förmig? Ich dachte, das Ding wäre jetzt halt wirklich L-förmig. Also richtig fett halt, ne? Nein. Das gilt bei dir schon als L durch. Das ist aber ein ziemlich verkrüppeltes L. Aber die Tür sieht cool aus. Nico findet, dass die Tür cool aussieht. Ja, alles klar. Nee, ich kann es nur auf so eine Art und Weise haben. Oder? Und dann könnte man hier so eine Bank hinstellen. Also die sieht schon cool aus.
Das Ding ist halt nun schon viel zu fortschrittlich für das, was ich haben will. Weil wir sind immer noch gestrandet. Was ist das hier? Das Ding ist offen? Oder wie ist das jetzt? Ist einfach nur ein Kasten. Im Prinzip genau wie das Ding eben, nur halt als Kasten. Aber da fand ich die anderen cooler. Und so viel mehr verbraucht die jetzt auch nicht. Ich würde das Ding gerne mal sehen. Aber guck mal, was es alles braucht. Glas, Erz, Hartholz, Sandellholz, was auch immer das ist. Ist halt so eine richtig professionelle Hütte, ja, höchstwahrscheinlich. Oh, das sieht auch ganz cool aus. Würden, glaube ich, sogar, außer ein Bett hat 3 an Größe, würden da vielleicht sogar 3 Betten, vielleicht sogar 4 reinpassen. Aber 4 brauchen wir ja nicht, denn einer schläft ja im Urwald. Aber da können wir keine Couch hinstellen. Doch, vielleicht auf der anderen Seite. Ist die Couch 3 Teile groß? Kann die hier auch noch so seitlich sein? Ja. Aber wir gucken uns noch die Optionen durch. Das halte ich für ganz sympathisch. Okay, das ist das, was wir vorhin gebaut haben, oder? Was, was wir so ursprünglich gebaut haben? Es sieht professioneller aus, als das, was wir vorher gebaut haben. Ich glaube, wir haben tatsächlich offene Baracke. Das Ding haben wir gebaut. Ja, das sieht auch ein bisschen runtergekommener aus, ne? Ein bisschen provisorischer. Aber es verbraucht deutlich weniger. Anlehnhütte. Nee, Moment, das Ding ist winzig, oder? Ja, ich dachte schon. Das wäre voll als Schnäppchen gewesen. Offene Hütte. Wie offen war die? Nee, das war genau das, wo ich gerade drüber nachdenke. Wollen wir die offen haben? Nee, wir machen die diesmal zu, ne? Die erste wirkliche geschlossene Hütte, die auch nach Stil aussieht. Das verbraucht, glaube ich, weniger. Deutlich weniger, ja. Fast die Hälfte. Nehmen wir das Ding einfach. Was soll's? Was soll's? Oder wir nehmen die L-Hütte. Die L-Hütte ist cool. Was ist ein Villa-Bungalow? What the... Alter! Rechteckige Hütte. Sollen wir die beim nächsten Mal nehmen? Und dann nehmen wir jetzt die L-förmige. Nee, wir bleiben hier nicht so. Ich nehme jetzt aber die kleine, bevor ich hier Ewigkeiten mit dabei bin. In welche Richtung ist jetzt die Öffnung? Wie lang ist die Couch? Das ist die Frage. Machen wir einfach mal so rum? Fragezeichen. Oder einfach so rum? Nee, so in Richtung Urwald. So, wunderbar. Wenn dann die Couch jetzt überhaupt noch hinpasst. Das Haus sieht auf jeden Fall cooler aus. Jetzt brauchen wir eine Couch. Denn darauf werden wir die ganze Zeit pennen. Oh mein Gott, jetzt müssen wir das Scheißding auch noch bauen. Und der Typ ist voll am abnudeln. Wir können es aussuchen, wie lang das Sofa ist. Bringt uns das was auf extra schlafen? Nein, keine Ahnung. Okay. Dann stellen wir doch hier einfach mal die Bank hin. Guck mal, es passt wunderbar. Dann müssen wir jetzt nur noch ein kleines Dach drüber machen. Mal wieder extra Sachen zum Reparieren. Das ist immer wunderbar. Und hier eine kleine Feuerstelle. Halte ich für wichtig. Oh, wie können die jetzt machen? Jetzt stimmt, wir haben Ton und Stein. Nun ist viel besser, als das jetzt zu machen, denn ich weiß nicht, ob wir Treibholz irgendwo Neues herbekommen, weil wir können wahrscheinlich kein anderes Holz nehmen, wie ich das Spiel kenne. Oder wie ich Spiele kenne, allgemein. Ich glaube, das Lagerfeuer ist tatsächlich genauso gut wie der Ofen, was sehr viel Sinn macht. Sehr viel Sinn sogar. Ja, das ist eigentlich schon mal sehr gut. Habe ich hier noch ein kleines Dach? Weiß er nicht. Passt da noch rein? Haben wir jetzt ein neues kleines Dach? Survival-Dach, 1x3. Was verbraucht weniger? Warum verbraucht das so viel? Ist das genau dieselbe Größe? Ja, lol. Ja, ich meine, natürlich sieht das irgendwo cooler aus, aber guck mal, wie wenig das verbraucht. 3, 3, 3. Und das hier 10, 10, 10. Warum sollte ich denn ein anderes nehmen? Was stopfst du da alles rein? Nimm ich doch lieber das hier, so ein bisschen provisorisch. Mir doch völlig egal, hallo? Ressourcen sparen hier. Ist das denn Standard-Hüttendach? Darf ich es einfach mal sehen? Das ist das, was wir da haben, nur in groß. Okay. Das sieht cool aus, auf jeden Fall schon mal. Das ist nur so eine kleine Hütte bauen. Hier das Dach, das müssen wir fertig kriegen, dann können wir hier auf dem Sofa pennen. Das wird so schnell gehen, ne? Ja, wunderbar. Da geht auch die Musik an. Herzlichen Glückwunsch, Nico, du hast es repariert. So, jetzt gehen wir, hoffentlich spult die Zeit hier auch noch vor, das wäre so toll, ne? Spult die vor? Spult die vor? Boah, ich bin so müde. Okay, sie spult nicht vor, das ist der Nachteil an der ganzen Sache. Aber es geht so schnell. Wenn man sich mal die Zeit überlegt, ich meine, hier ist es nicht so wild, weil hier hast du halt keine Arbeit und was weiß ich. Das heißt, du kannst so gesehen dauerhaft den ganzen Tag so nutzen, wie du willst. Außer du kämpfst natürlich halt mit den Bedürfnissen. Das könnte natürlich auch passieren. So, ich baue jetzt mal das Lagerfeuer und das Dach mit auf. Und dann müsste ich allerdings auch wieder verschwinden, denn die Folge muss ja irgendwann fertig werden. Obwohl ich heute mal ausnahmsweise mal einen Tag früher dran bin. Als sonst bin ich immer am Mittwoch hier. Sims 4 Kids House muss ich gucken, ob ich das diese Woche hinkriege. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt nochmal irgendwie weggeht. Jetzt gerade war sie laufen, habe ich es einfach mal genutzt. Dachte ich mir, joa, nutze es gerade einfach mal. Ansonsten regst du dich morgen wieder auf, weil du keine Zeit dafür findest. Mit Kids House muss ich gucken. Vielleicht. Aller spätestens nächste Woche geht es damit weiter. Aber ich denke mal, eventuell unter Umständen kriege ich es morgen auch nochmal hin. Wir werden sehen, ne?
Wir werden sehen. So, kann man jetzt hier... Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Essen kochen. Funktioniert das? Passen da zwei Stück rein? Nein. Aber ist egal. Es verbraucht immer noch weniger als das andere. Keine großen Fische. Ihr habt aber ordentlich viel von weggephrased, ne? Der Fisch sieht so eklig aus. Das heißt, das nächste Lagerfeuer, da passen dann wohl zwei rein. Und warum ist das Ding so riesig? Ich glaube, jetzt fackelt auf jeden Fall weniger ab. Dafür frisst er hier instant, das ist auch schön. Und kriegt auch noch Laude mit dazu. Das ist sehr schön. So, jetzt aufgepasst. Jetzt machen wir das Dach. Kann man das Dach sehen? Wahrscheinlich wieder nicht mehr, ne? Oh, da hinten ist ein Wasser. Ich dachte gerade, das wäre ein Geist. Das ist einfach nur ein Wasserfall. Kann man das Dach auch sehen? Ja, hier, wunderbar. Guck mal, sogar mit einer richtig geilen Foundation darunter. Du bist ja richtig professionell hier. Jetzt ist das Dach an der Seite. Nicht erst eine Wand. Nein, 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 nein. Nicht erst eine Wand. Nicht erst eine Wand. Ich sagte nicht erst eine Wand. Vor allen Dingen nicht an der Seite. So, und hier das Dach bitte noch. Damit man hier immer schlafen kann. Ja, wunderbar. Und das Ding sieht echt ein bisschen crappy aus. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal hier ein bisschen das ganze Haus aufbauen, ne? Gucken, wie es weitergeht. Erkunden ist ja jetzt auf der Insel nicht mehr so viel. Wahrscheinlich werden wir uns darauf vorbereiten, auf die nächste Insel zu gehen. Obwohl ich wahrscheinlich offscreen die ganzen Seile mache. Denn das ist irgendwie ein bisschen nervig lange. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, lieben Freunde. Irgendwie finde ich die Hütte tatsächlich sehr interessant. Ich finde das Baumaterial hier vorne cool. Das mit den Bananenblättern jetzt hier nicht so sehr, aber okay. Sieht aus, als wäre das hier Moos. Wofür braucht ihr da überhaupt noch Bananenblätter für? Keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Bart ist magisch, der Bart regiert alles und wir sehen uns. Ciao.